Jetzt haben wir immerhin schon einen. Also langsam, ne? Ja, ja, ja. 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 So. Was können wir denn da... Ne, der ist mir doch ein bisschen zu krass. Den würde ich zwar gerne ausprobieren, aber der ist mir ein bisschen zu krass. Alter. Ach, wir können den aber nicht treffen, oder was? Der trifft uns, aber wir können den nicht treffen. Mann. So. Ist endlich mal Ruhe. Okay, ich glaube, ich mache jetzt mal langsam eine Aufnahmepause. Bevor Black Mesa wieder abstürzt, kann ich jetzt mal schnell was zu essen bestellen, weil ich habe nämlich saumäßig Hunger, war den ganzen Tag unterwegs. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Aufnahme von Black Mesa. Bis dahin, tschüss! So, und willkommen zurück bei Black Mesa! Und wir müssen hier ganz vorsichtig... Wir müssen hier ganz vorsichtig durch die Gegend schleichen... fiesen außerirdischen Kreaturen ausweichen, und wir müssen, soweit ich mich zurück entsinne, ist unser Hauptanliegen natürlich, den Reaktor irgendwie zu kühlen oder zu irgendwas zu reaktivieren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwas Fantastisches müssen wir mit dem Reaktor anstellen. Und jetzt lass mich dir mal nochmal weitergehen, und am besten backen wir uns dafür ein bisschen durch die Gegend. So, wo kommen wir hier hin? Aha, Munition, das ist immer gut. Hier geht's nicht weiter, und hier ein ominöser Fahrstuhl. Nein, ich will nicht nach unten, ich will nach oben. Von unten kommen wir doch. Ja, da sind wir ja weit gekommen. Hier hat die Aufnahme gerade gestartet. Naja, das läuft ja schon mal richtig super jetzt. Okay, was ich mir nochmal hole, da unten die beiden Dinger hole ich mir eben nochmal. Ich glaube, wir müssen ja eh wieder nach unten, ne? Wir haben ja jetzt hier alles erledigt. Kann ich da vielleicht hier die Abkürzung nehmen? Kann sein, dass die Aufnahme gleich wieder vorbei ist. Huch. Geronimo! Na, klappt doch super. So, dann stellen wir uns mal... Stellen wir uns mal wieder hier drauf. Zack, da haben wir die beiden. Das läuft doch schon mal super. Kommen wir da rüber. Hervorragend. Jetzt keine Aliens in Sicht. Was haben wir da? Achso, das brauchen wir ja nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendwo irgendwelche versteckten Goodies? Weil wir brauchen ja noch ein bisschen Power-Ups. Ich glaube, da konnte ich doch letztes Mal einen nicht nehmen, wenn mir so... Wenn ich mich recht entsinne. Wo war denn das? War das da oben drauf? Da ist er. Natürlich. So. Und jetzt, ich weiß gar nicht genau, wo wir lang müssen. Ich glaube, wir müssen zurück zu dieser Basis. Wenn wir da überhaupt noch durchkommen, das ist die Frage. Hier regnet es ja ohne Ende. Okay, hier kommt man durch, das ist ganz gut. Und hier haben wir schon den nächsten Ladebildschirm. Natürlich, natürlich, natürlich. Oh, der geht aber schnell vorbei. Ich speichere mal vorsichtshalber. Und laufe mal ganz übermütig durch, in Erwartung, dass er jederzeit wieder irgendwas spawnt. Ah, da ist die 01. Ich glaube, wir waren gerade in der 02 und hier ist die 01. Okay. Oh. Hallo, Freunde! So, war's das? Alter, ist das laut hier! Gut, das war's. Ich will mal ganz kurz gucken, wo waren diese Anzeige, dieses Schaltpult? Da. Tank 2, Pumpe 2 sind aktiv. Pumpe 1, Tank 1 müssen noch. Und ich sag mal, Horrido, liebe Freunde. Oh, ich habe meinen Arm verloren.
So, da komme ich nicht rein. Moment. Höhö, das sieht aus, als würde der furzen. ja. So, wir sind ja bei 01 und da geht's zur Maintenance Station. Ich hoffe, wir sind ja richtig. Ich bin mir nicht sicher. Tank Reactor Access. Hier sieht's aber eher aus, als würden wir nirgends weiterkommen. Oh. It's about time. Was soll das denn heißen? Boah, Alter. Nee, mach ich natürlich nicht. Ist das mein Kollege? Waren wir hier schon? Ich habe alles vergessen. Ich bin doch so ein kleiner Durchlurch. Ich vergesse sowas immer. You must still open the other coolant tank. Get a move on. Ich ahne, dass wir hier eventuell schon mal waren. Das ist immer doof, wenn man so alle paar Wochen mal spielt, dann kann man sich nicht mehr an alles erinnern. Hier waren wir also schon. Ja, jetzt lass mir mal durch da. Ich bin auf Business-Reise hier gerade. Mist, ich muss gleich niesen. Am besten ganz viel atmen. Da muss man nämlich nicht mehr niesen, wenn man denkt, man, oder wenn man weiß, dass man niesen muss. Und dann extra es herausfordert, dann muss man nicht mehr niesen. Hier ist bestimmt, hier sind wir bestimmt sehr richtig. Okay. Ich habe das Gefühl, der furzt, witzig. Ich habe das Gefühl, wir müssen da unten rein. Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir da im Wasser landen, weil die sind überall so eine komische... So, ab hier geht's leider nachsynchronisiert weiter, weil Black Mesa, kleines Sorgenkind, da hat Order City dann irgendwie... Diesmal lief die Aufnahme glatt durch, aber diesmal hat Order City ein bisschen Stress gemacht. So, wir gehen hier mal ganz kurz runter. Weil, da muss ich sagen, nach anderthalb Stunden aufgenommen und Order City nach 6 Minuten gar nichts mehr aufgenommen. Das irgendwie Black Mesa steht bei mir unter keinem guten Stern. Schön hier durch die Reaktorpumpe schwimmen. Was ist das denn hier? Okay, kommen wir da rein? Ich tauche mal kurz auf. Versuchen wir da reinzukommen. Moment, Moment. Speichern, speichern. Und jetzt rein da und... Ja, klappt auf jeden Fall super. Jetzt wieder auftauchen und mal gucken, wo wir lang müssen. Ich versuche hier mal, da geht's nicht weiter. Hier können wir auch sonst nichts machen, ne? Hier ist noch ein Fahrstuhl, den können wir mal rufen. Moment, runter und... schöne Lampe, ja, das sieht alles sehr gut aus hier. Okay, tauchen wir mal ganz schnell wieder unter. Ich wollte aufsagen, aber naja, ich spiele ganz komisch, wenn ich mir selber beim Spielen zugucke, ist ganz merkwürdig. Und da oben... Ja, schnell raus, weil Fahrstuhl kommt und das dauert ein bisschen. Schnarch. So, jetzt hier schon mal auf den Fahrstuhl gesprungen und kaum unten gleich wieder hoch. Wo kommen wir da eigentlich oben hin, sag mal? Okay, hier kommen wir runter. Da sieht Energie, das sieht schon mal ganz gut aus. Das nehmen wir mit. Schöne Leiter, die abgeschlossen ist. Da kommen wir wohl nicht hoch. Aufkriegt man es auch nicht. Müssen wir da lang? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal hier. Tür und Tür, beide zu. Das sieht auch schon mal ganz toll aus. Vielleicht haben wir was Schönes auf der anderen Seite. Da renne ich mal ganz kurz hin. Und hier haben wir eine geschlossene. Das ist ja super. Können wir die ziehen? Nee. Hallo? Nee, geht nicht. Mist. Okay, die Kabel verlaufen da links weiter. Links, 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 links. Hier wieder rüber, hier wieder rüber, hier wieder rüber. Und hierher, das sind... Aha. Die gehen auch nicht raus. Ganz tolle Kabellage hier. Sieht auch super sinnvoll aus. Okay. Können wir da kommen wir wieder zurück. Kriegen wir die Leiter irgendwie auf? Nee. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Und hier ist auch gar nichts zu machen? Nö. Was soll man denn hier oben überhaupt? Für ein bisschen lumpige Energie? Aber vielleicht können wir ja die Leiter irgendwie noch... Ich weiß nicht... Nee, auch nicht. Na gut, dann wieder runter. Aber ich nehme mal die Abkürzung. Ha, hopp. Tja, wo müssen wir hin? Tank 1 muss noch geflutet, gekühlt, aktiviert. Ich weiß es gar nicht. Damit der Reaktor läuft. Tja,
Da ist alles dicht, da ist auch dicht. Können wir vielleicht nochmal zum Wissenschaftler oder irgendwas? Da links war ja nur die eine geschlossene Tür, aber wir machen mal eben die Kisten kaputt. So viel Zeit muss sein. Lalalala. Und zum Glück wieder gar nichts drin. So, da kommen wir gar nicht durch. Super. So, wo müssen wir hin? Ich weiß nicht. Was war das überhaupt? Keine Ahnung. So. Rennen wir mal drüben zum einsamen Wissenschaftler. Vielleicht weiß der ja irgendwas. Hallo? Den lassen wir mal stehen. Das Ding funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Hier ist alles dicht. Natürlich. Dann hier rüber und mal runter bitte. Wupp dich. So. Hier haben wir den komischen Typi. Ein bisschen Munition haben wir ja auch noch. Nice. So, hier können wir hier irgendwas? Nee. Sand Vision, okay. Glas hier 5000. Bringt uns aber gar nichts. Hier können. Oh. Entschuldigung. Da müssen wir bestimmt irgendwie rein. Die Frage ist nur, wie und von wo. So geht's schon mal nicht. Nein, den schlage ich jetzt nicht. Wir wollen ja vorwärts kommen irgendwie. Und die Betonung liegt ganz klar auf irgendwie. So, da. Okay, können wir da hinten schon was sehen? Nee, ne? Nee. Mist. Also wieder zurück. Das Übliche, wie immer in diesem Let's Play. Wirres hin und her laufen und suchen, wo es wohl weitergehen könnte. Hier, okay, da kommen wir eh nicht lang. Können wir den vielleicht, nee, das sieht nicht aus. Hm. Okay, dann hier hinten vielleicht nochmal, wo es ein bisschen lauter wird. Da ist ja nichts. Kommen wir da vielleicht hoch? Aus irgendwelchen ominösen Gründen. Natürlich nicht. Das ist ja schon mal super. Okay, dann hier weiter durch das hohle Gässchen. Was ein Späßchen. Da passiert gar nichts. Hier kommen wir wieder zu Reaktor 2. Geht's da vielleicht durch? Natürlich, auf jeden Fall funktioniert super. So, hier, Hunde werfen. Wenn man ein bisschen gefrustet ist, einfach mal einen Hund werfen. So, hier, Hunde werfen. Klappt auch ganz gut im Park. Einfach mal einen Hund nehmen und werfen. Nein, ich mag doch Hunde. Vor allem geworfen. So, hier sieht es schon mal richtig aus. Nein, Alter, du musst weitergehen, nicht da runter. Ja, so aus... Aus Zuschauerperspektive muss man ja mal ganz kurz sagen, da sieht man immer viel mehr als aus der Let's Play-Perspektive. Als Zuschauer muss man nicht aktiv rumrennen und gleichzeitig quatschen, sondern kann sich zurücklehnen, die Bilder, naja, mehr oder weniger genießen oder sich auch mal einen Kopf greifen und denken, was macht der Trottel da? Wie zum Beispiel Hunde werfen oder Lampen kaputt machen. Guck mal, geworfene Hunde. So, da kommt man nicht rein. Können wir da vielleicht reinschießen? Mal kurz auftauchen, dann, was nehmen wir denn da mal? Waffe wechseln? Nein, das nicht. Keine Granaten. Speichern und dann nehmen wir mal diese da. So, können wir da reinschießen vielleicht? Ja, klappt super. Nämlich gar nicht. Würde ich am liebsten wieder einen Hund werfen, vor lauter Frust. So, es sind aber gerade keine Wurfhunde in der Nähe. Ist eine spezielle Rasse. Dann fahren wir mal wieder hoch. Oh, wir waren doch so nah dran an Reaktor 1. Als Zuschauer sieht man das so schön. Ich repariere das hier mal eben. Moment. So, 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 so. Okay. Jo, ist heile. Sieht gut aus. Aber hier oben, ich glaube, hier oben kommen wir auch gar nicht weiter. Alles verschlossen. Warum muss man sich nochmal versichern? Ich weiß es nicht. Nein, die Leiter kriegen wir auch nicht auf. Die sieht so verlockend aus, verdammt. Hm. Naja, egal. Okay, nochmal ein bisschen ratlos hier hin und her laufen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Eigentlich gar nicht. Ich sag das nur mal so beschwichtigenderweise. Und dann wieder hinab. Hey, wart auf mich. Und hier wieder die Abkürzung nehmen. Zack. Mit drei Beinen können wir einfach schneller laufen. Vielleicht findet man den Weg dann auch schneller. Jetzt kann ich gar nicht laufen mit dem Bein in der Hand. Schmeiß weg die Grütze. Gar nicht laut hier.
So, hier sind wir doch richtig. Da haben wir doch gerade. Ach, Nummer 1. Jetzt kommen wir hier zu Coolient System Nummer 1. Da wählen wir erstmal eine schöne Waffe aus. Ich sag mal die da. Weil hier mit Sicherheit gleich wieder irgendwelche Beamfixe auf der Bildfläche erscheinen. So, da ist zu. Und da ist auf. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. So. Oh-oh, oh-oh, oh-oh. So. Und wieder ein paar Wurfhunde generiert. So, ich nehme mal die kleine Knarre. Dann sparen wir ein bisschen Muni von der anderen. Komm, put, 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 put. Hey, Wurfhund. Wurfhundi, Wurfhundi, Wurfhundi. So. Wurfhundi ist spontan verstorben. Und lässt hier irgendeine so eine grüne Grütze fallen. Ich weiß gar nicht, was das mal ist. Wird in der Reihen wieder rausfallen. Und dann nehmen wir erstmal die ganzen komischen Hängedinger auseinander. Bevor die uns wegschnappen. So. Der nächste bitte. Der nächste bitte. Nachladen. Und der nächste bitte. Hey, der lebt noch. Der lebt noch. Der lebt noch. So. Jetzt nicht mehr. Tja, ich glaube, das war's an Dingern. Aber ich glaube, hier tauchen gleich so eine Viecher auf. Deswegen wieder Waffe wechseln. Was war das denn gerade? Scheiße, wieder so ein Rotzer. Ekelhaft. Boah. Hey, Pfiffi. Hey, Pfiffi, dreh dich mal um. Deine Mutter stinkt nach Altenheim. So. Der ist weg, dann wieder die Waffe und dann nochmal weiter rumgucken. Da sieht's gut aus. Hier sieht's auch sehr gut aus. Au, ey. Ich glaube, da lebt auch noch einer und da lebt noch der nächste. Die machen wir alle mal kalt. So. Say goodbye. Und weiter geht's. Wenn ich nur wüsste, wohin. Einmal kurz nachladen. Waffe wechseln. Und dann gucken. Kommen wir hier irgendwie rauf? Wo kommen wir da? Moment, nochmal. Jetzt. Geh doch mal rauf. So.